Hallo Motorradfreunde, nach über einem Jahr Standzeit für die Conti 650 war es heute wieder mal Zeit für eine Bewegungsfahrt. Ich habe ja das Teil ausgeschrieben gehabt, ich habe ja mit dem Gedanken gespielt, die zu verkaufen, habe mir da also 8.200 € eingebildet, was es sicher locker wert ist. Aber nachdem die ganzen Kasper da angerufen haben, was können wir machen, letzte Preis, dachte ich mir so, können wir machen nichts, letzte Preis, das Ding bleibt da. Und deshalb habe ich sie heute einfach einmal wieder bewegt. Einerseits, weil ich Lust drauf hatte, andererseits dachte ich mir, ja, das schadet ja auch dem Motorrad nichts. Habe heute eine kleine Ausfahrt zur höchsten Erhebung Mittelfrankens oder sogar ganz Frankens, ich weiß es jetzt gar nicht, zum Hesselberg gemacht. Und ja, wie ich da so wieder unterwegs war mit dem Teil, kam mir wieder in den Sinn, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit dem Ding fahre, es fährt sich sehr ähnlich meine Moto Guzzi Le Mans 1. Das hatte ich ja damals schon im allerersten Video zur Conti 650 angemerkt, obwohl ich da noch weit, weit entfernt war von meiner Le Mans 1, aber so aus der Erinnerung habe ich gesagt, das erinnert mich vom ganzen Fahrverhalten extrem stark an die Le Mans 1 oder 2. Ja, und so hat sich das auch heute wieder bestätigt. Natürlich, klar, die Kupplung geht schön weich bei der Conti, der Gasgriff ist schön leicht zu betätigen. Ich habe ganz normale Schaltwege. Der Motor vibriert nicht so, ja, aber trotzdem, grundsätzlich erinnert mich das Teil schon ganz stark an die alten Guzzis. Und nochmal ist mir aufgefallen, passiert mir auch immer wieder, wenn ich mit der Conti unterwegs bin, wie überraschend bequem man auf dem Fahrzeug sitzt, auf diesem nachträglich angebauten Einmannhocker. Also, das ist immer wieder frappierend, das überrascht mich immer wieder aufs Neue. Sie ist also auch nach dem einen Jahr Standzeit heute ohne Probleme auf dem ersten Drücker angesprungen. Auch das kenne ich so eigentlich nur von der Guzzi. Na, die steht den ganzen Winter, im Frühling geht man hin, ein Drücker und die Mühle läuft. Und genauso war es heute auch bei der Conti. Also wirklich ein überraschend zuverlässiges Teil, muss man klar sagen. Ich habe jetzt mittlerweile natürlich ein paar Kilometer drauf. Was heißt ein paar Kilometer? Man muss sagen, erst habe ich jetzt drauf 1000, knapp 1400 Kilometer. Wie ich gerade gesagt habe, das Ding war jetzt über ein Jahr gestanden. Also sollte jemand ernsthaftes Interesse an dieser wunderschönen Conti haben, dann darf er sich gerne bei mir melden. Und hier sind wir jetzt schon oben auf dem Hesselberg. Höchste Erhebung Mittelfrankens, wie ich gerade schon gesagt habe, mit knapp 700 Meter, also 792 oder 794 Meter. Und man hat hier oben natürlich einen herrlichen Ausblick auf die umliegenden Ortschaften. Wenn man so wie ich hier unter der Woche zum Gipfel hochfährt, dann ist hier natürlich auch nicht allzu viel los. Wenn man Samstag oder Sonntag irgendwann gegen die Mittagszeit hochfährt, dann ist hier natürlich deutlich mehr geboten. Im negativen Sinne ist es natürlich gemeint. Da kann es auch einmal sein, dass der Gipfelparkplatz annähernd, ja, fast zugeparkt ist. Aber heute geht es hier wunderbar. Übrigens, wer zu unserem Treffen kommt, 26. bis 28.07., wir können gerne mal auch hier zum Gipfel hochfahren. So, und jetzt natürlich noch ein paar schöne, ja, Sequenzen vom Fahren. Also ich kann es nur oft genug wiederholen, macht wirklich total Laune, das Ding so in dem Zustand ist sie für mich tatsächlich perfekt. Und das war auch der Grund, warum ich die ganzen Verkaufsanzeigen bei mobile.de und bei Kleinanzeigen wieder gelöscht habe, weil ich finde es schon echte Beleidigung, was da teilweise für Preise geboten wurden, und verschenken werde ich sie sicher nicht. Für einen realistischen Preis geht sie weg, aber die Typen, die sich da gemeldet haben, das muss ich also nicht haben. Von daher behalte ich sie halt.
Ihr seht es jetzt hier auch gerade in der Kameraeinstellung. Ich fahre hier wieder die Originalfederbeine. Ich hatte ja hier auf der Conti die Öhlingsfederbeine, hatte die auch, oder habe die auch mit eingetragen. Allerdings muss ich sagen, jetzt mit vernünftigen Reifen ist für mich der Unterschied eigentlich gar nicht mehr so gravierend zwischen Originalfederbein und Öhlingsfederbein, so dass ich die Öhlings jetzt auf der Interceptor fahre und hier auf der Conti sehr gut mit den Originalfederbeinen klarkomme. Ansonsten, was gibt es so noch zu sagen zur Conti? Für mich passt es eigentlich so, wie es jetzt im Moment ist, optimal. Sowohl von der Technik als auch von der Optik. Also ich habe hier keinerlei Ambitionen, da noch irgendwas zu verändern oder zu optimieren. Für mich ist es so, das Fahrzeug, wie es jetzt ist, also wirklich ideal. Also ich werde mich beherrschen und werde auch sicherlich nichts mehr verändern. Die bleibt also so, wie sie jetzt ist. Ich werde also jetzt demnächst erst einmal wieder neue Hauptuntersuchungen machen. Die ist jetzt auch fällig, wenn ich mich nicht täusche. Ob ich sie anmelde, ja, ich glaube eher nicht. Ich werde sie ab und zu mal mit der roten Nummer bewegen, so wie heute auch. Aber anmelden werde ich sie nicht. Meine Frau sagt immer, du hast doch nur einen Arsch. Zu was brauchst du nicht so viele Motorräder? Und da hat sie nicht ganz im Unrecht. Ansonsten habe ich ja die Interceptor angemeldet, ich habe die XSR 900 angemeldet, ich habe die alte Guzzi angemeldet und ich habe die Watch im Moment noch angemeldet, wobei die Watch ja auch weg soll. Also ich finde einfach ein wunderschönes, klassisches Motorrad. Und auch diese Halbschalenverkleidung der Le Mans 1 fügt sich hier hervorragend ins Gesamtkonzept ein. Oh, was habe ich alles gemacht an dem Bike? Fangen wir vorne an. Natürlich die Halbschalenverkleidung der Guzzi Le Mans 1. Hier noch kleine schwarze Blinker dazu angepasst mit Blinkerverlängerungen. Wir haben hier diese YSS-Gabeldämpfer, die einstellbar sind. Ich habe diese kleine Einmannhöcker-Sitzbank, natürlich zusätzlich die originale Zweimann auch noch vorhanden. Hinten Mini-Rücklicht und natürlich auch diese kleinen schwarzen Blinker verbaut. Das Heck insgesamt etwas verkürzt. Die guten Michelin-Reifen natürlich drauf, nagelneu. Wir haben diesen kleinen Motorschutzbügel noch verbaut, den roten Enfield-Schriftzug am Gehäusedeckel und die wunderschöne BS-Auspuffanlage aus poliertem Edelstahl und das Ganze natürlich im Brief eingetragen. Schon allein das macht sie zur Rarität. Die Auspuffanlagen gibt es nicht mehr, die sind nicht mehr erhältlich und schon gleich gar nicht legal eingetragen bei einer Euro 5 Maschine. So Freunde, das war's wieder für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und oder liked. Ciao!